Die erste Auflage des Kyritzer Teen Spirit Festival steht kurz bevor und die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Deshalb begutachten die Jugendlichen aus dem Organisationsteam bereits die ersten kleinen Errungenschaften. Ob Festivalbändchen in verschiedenen Farben oder die neuen Becher für den Ausschank, alles wird in Augenschein genommen. Auch die pinken Shirts, die das gesamte Team am Veranstaltungstag tragen wird, sind inzwischen eingetroffen und wurden ausprobiert. Und Schrift ist immer noch in Schwarz angedacht. Jungs, was wollen wir, weiß oder schwarz? Schwarz? Weiß. Ich würde weiß sagen. Ich würde auch weiß sagen. Nee, aber das blendet dann so sehr. Direkt vor Ort wollte sich auch die Kyritzer Bürgermeisterin ein objektives Bild verschaffen von den Arbeiten der Jugendlichen am Projekt. Sie traf auf die Gruppe, die unter Leitung von Stefan Elfeld vom Ausrichter Herz 3 im Stadtsaal des MGH fleißig das Teen Spirit Festival finalisierten und die letzten Details besprachen. Ja, also auch das finde ich natürlich spannend und ist natürlich den Versuch wert, sodass man daraus lernt, was ist denn jetzt wirklich so von Interesse, ne? Und welche Dinge braucht man vielleicht nächstes Mal nicht mehr. Rede und Antwort standen die fleißigen Jugendlichen der Bürgermeisterin. So ein paar Tage hat es ja gedauert, bis dieser Plan perfekt war. Er sieht zwar ein bisschen kompliziert aus, aber ist endlich ganz einfach. Hier ist die Bühne, hier ist die Foodstrecke, hier hinten ist die Kids World mit Hüpfbogen und Hüpfkissen, Jenga-Turm, hier ist Quad-Parcours. Aber weil alles hier ein bisschen kompliziert aussieht, werden wir das draußen nochmal genauer zeigen. Im Tross ging es über das Areal. Hier bekam Bürgermeisterin Nora Görke erste Einblicke darüber, warum die Bühne den Platz bekommt und man von Arena-Charakter spricht in der Organisationsgruppe. Linus, wo wird denn die Bühne stehen? Nach dem Plan kann ich mich gar nicht recht orientieren. Zeig mal. Ja, also die Bühne steht ungefähr 3 Meter von der Treppe weg. Und hier, die Bühne ist 8x6 Meter groß. Die ganz großen Dinge können noch nicht begutachtet werden, rufen jedoch schon große Vorfreude hervor. Schließlich hat man es geschafft, mit Execute und The Joecraft 2 YouTuber für das Festival zu begeistern, die zusammen fast 1 Million Follower besitzen. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Auf der Showbühne performen tolle Musiker, darunter beispielsweise Martin Keseci, bekannt von DSDS oder dem Dschungelcamp. Das kleine Wäldchen hier, ja, was auch schon glücklicherweise jetzt ein bisschen vorbereitet wurde vom MGH, hat glaube ich vorher so noch niemand benutzt. Mhm. Aber ich habe mich so ein bisschen in die Idee verliebt, dass da in dem Wäldchen kleine Stände sind und dass das Ganze nochmal dieses Food-Erlebnis noch ein Stück weit mehr prägt. Und wir hoffen, ihr seid auch alle dabei und es war krass hier mitzumachen. Und wie das alles war zu planen? Ja, also die Vorbereitungen liefen super gut. Wir waren eine große Gruppe voller Jugendliche und jeder hat seine Ideen mit reingebracht. Und dadurch denken wir, dass es ein super Festival wird und es ist sehr wichtig, dass jeder von euch kommt. Ob es am Ende alles genauso funktioniert, werden wir dann sehen. Aber wir haben uns Gedanken drum gemacht und halten das ja für die idealste Lösung. Genau, wenn es gut vorbereitet ist, dann wird sich das irgendwie fügen, denke ich mal. Ne? Auf alle Fälle. Und ich bleib dabei, wenn da die ganzen Kinder tollen, die haben direkt den Weg hierher. Ja. Wenn hier unten die Bühne bespielt ist, schön, ja, haben einen kurzen Weg hier hoch, ja, und verlieren auch die Bühne dann nicht aus dem Auge, können, ja, von hier oben sich das noch gut gehen lassen, ohne da unten die Feierwütigen zu stören. Also passt schon. Mhm. Ja, und das Einzige ist halt da oben der Bulli, der hat zu viel Sand. Genau. Genau. Ich freue mich sehr, dass das möglich ist hier in Kyritz und dass es vor allen Dingen junge Menschen gibt, die Lust darauf haben. Und das haben die ja offensichtlich. Und ich habe den Eindruck, die haben hier ganz viele Erfahrungen gesammelt, fernab von der Schule. Und zwar solche Dinge, die natürlich zeigen, wie schwierig auch sowas ist, aber wie anspruchsvoll so eine Veranstaltung zu organisieren ist und dass es auch Spaß macht. Ganz wichtig ist, glaube ich, eben dieses Engagement, mit dem die dabei sind. Und ich hoffe sehr, dass das belohnt wird, dass am Ende des Tages oder dann am nächsten Tag am frühen Morgen es heißt, das war alles gut, das hat alles gut geklappt. Das wäre, glaube ich, der größte Erfolg, den wir hier miteinander hätten. Ein komplett kostenfreies Angebot für die Interessierten ist vorbereitet. In der heutigen Zeit eher ungewöhnlich, aber hier Wirklichkeit.
Kein Eintritt, keine Attraktion kostet etwas, nur der Spaß für jedermann soll zählen. Also rot im Kalender markiert und am 16. September aufgemacht zum Teen Spirit Festival. Von 10 bis 2 ist Trubel auf dem MGH-Areal in der Perleberger Straße 10 garantiert.